Also heute drehen wir die Szene, wo sie merkt, dass er was für sie übrig hat. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen skizziert als Storyboard. Also wie ich mir die Szene vorstelle, dass ihr da einen besseren Eindruck von kriegt. Mhm. Erstes Bild. Was ist denn das? Das ist die Einfahrt zu unserer Garage. Mhm. Das sieht man doch. Also, erstes Bild, totale, die Einfahrt zu unserer Garage. Jörg kommt von rechts ins Bild reingefahren und fährt hoch zur Garage. Schnitt, wieder eine totale von der Straße. Anna kommt von hinten um die Ecke gebogen und geht langsam auf die Kamera zu. Dann schneiden wir wieder zu Jörg, diesmal etwas näher. Jörg kommt an der Garage an und schließt sein Fahrrad ab. Dann schneiden wir wieder zu Anna, diesmal auch etwas näher. Anna kommt langsam auf die Kamera zugegangen. Hättest du ja auch ein bisschen schöner zeichnen können. So wirklich. Dann sieht Anna zur Seite. Und wir machen eine Fahrt aus Annas Perspektive. Anna bleibt stehen und stutzt. Wieder eine totale von der Garage aus Annas Perspektive. Dann machen wir einen ganz raschen Zoom auf Jörg, der gerade hinter der Ecke verschwindet. Das war deutlich. Zum Abschluss eine totale. Jörg geht an der Garage vorbei und verschwindet hoch zu unserem Haus. Anna kommt von rechts ins Bild und verschwindet auch nach hinten. Mhm. Also er hat nicht gemerkt, dass sie ihn gesehen hat. Okay. Ein Zeitsprung, einige Zeit später. Das machen wir mit dem Zwischentitel, einige Zeit später. Nee, nicht mit dem Titel. Ja, stimmt. Ja, lass ihn mal, das ist ein bisschen billig. Sonnenuntergang. Dann machen wir einen Sonnenuntergang. Was? Ja, genau. Ein Sonnenuntergang, das ist gut. Da merken alle, dass... Also, die Sonne geht unter. Es ist Nacht. Mhm. Nacht. Man sieht den Weg zu unserem Haus hoch. Anna und Jörg kommen den Weg runter. Wie willst du das mit der Nacht machen? Ich wollte eigentlich nicht mehr heute Abend drehen. Mhm. Ja. Weiß nicht. Also, Jörg und Anna kommen die Einfahrt runter. Ah, ich weiß, wir machen eine amerikanische Nacht. Was ist denn das? Mit Filter? Ja, mit so einem Blaufilter vor die Kamera. Sieht dann aus wie Nacht. Aber auch nicht bei Sonnenlicht. Das geht? Doch, das geht, natürlich. Das machen die Profis genauso. Nicht. Also, Jörg dreht sich zu Anna. Ja. Es entspinnt sich folgendes Gespräch zwischen den beiden. Das machen wir als Schuss-Gegenschuss über die Schultern von den beiden. Jörg zu Anna, musst du jetzt da lang oder da lang? Darauf antwortet Anna, ich muss jetzt da lang. Jörg, freundlich, da komme ich noch ein Stückchen mit. Anna stutzt. Warst du nicht mit dem Fahrrad gekommen? Hier, meinst du, du kannst das bringen? Meinst du, das ist nicht zu dämlich? Warst du nicht mit dem Fahrrad gekommen? Was meinst du, wie oft ich sowas schon gebracht habe? Okay. Also ich find's dämlich. Jörg muss jetzt Anna anlügen. Er sagt, nö. Wieso? Grinst dümmlich und wird bis über beide Ohren rot. Wird immer dämlicher. Sehr schön. Anna grinst nur still in sich hinein und die beiden gehen die Auffahrt runter. Sie jetzt in dem Bewusstsein, dass er sie um ihretwillen angelogen hat und sie eine sehr peinliche Situation gebracht hat. Nee, das mag. Ist doch nett. Das ist vielleicht zu albern. Ja. Völlig gut. Wieso denn nicht? Das ist doch nett. Ich bin noch keine 17 mehr. Also ich finde das völlig blödsinnig. So ein Film. Ja, mach doch mal einen besseren Vorschlag. Ja, ich nehme das nett. Ich nehme das Rad natürlich mit. Ich begleite sie nach Hause und nehme das Rad mit. Du nimmst das Rad mit? Ja. Aha. Toll. Aber da ist doch der ganze Gag weg dann. Ja, dann muss die Szene halt flach fallen.